So, herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Einfach André. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, wie ich ja beim letzten Video gesagt habe, wir wollten ja mal schauen, wie so die Raximo Brems- und Kupplungshebel sind. Und ja, ich drehe mich jetzt einfach mal um. Da hinter mir ist auch schon das Motorrad. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal dorthin. Ja, Raximo Brems- und Kupplungshebel, wie ich ja beim letzten Mal gesagt habe, jetzt hier auch mal in der Sonne zu sehen. Schauen wir uns einfach mal im Detail an. Wie gesagt, ich habe die jetzt hier auf 4 eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Hier auf 4. Also man kann die hier einstellen. Ich zeige euch das einfach mal. So. Jetzt wäre das zum Beispiel auf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 wäre ganz weit nach vorne und ich habe das jetzt ungefähr auf 4 stehen. Wie gesagt, die sind halt in der Länge hier einstellbar und auch in der Länge hier einstellbar. Wie gesagt, das habe ich jetzt mal so gelassen, weil ich finde, das passt hier ziemlich gut. Ich habe hier halt fingerbreite Platz. Das habe ich aber auch schon beim letzten Mal gesagt. Und ja, ich würde euch einmal einfach das Bike zeigen, wie das halt so aussieht mit den neuen Brems- und Kupplungshebel. Würde ich sagen, weil wir schon lange nicht mehr den Sound gehört haben. Die Maschine ist jetzt nicht unbedingt warm gefahren, sondern was sind das? Lass das mal einen Kilometer bis hierhin sein von mir aus. Ja, Maschine ist jetzt auch nicht unbedingt gerade am saubersten. Aber würde ich sagen, machen wir einfach nochmal einen kleinen Soundcheck. Ich hoffe, fühlt sich hier auch keiner gestört. Sozusagen ein Kaltstart. So, und da bin ich auch schon auf dem Bike. Was man auf jeden Fall schon sagen kann, ist, schaut mal, ich lasse kaum was los. Das ging vorher mit den normalen nicht, aber und dann fährt es direkt schon los. Also es ist wirklich vielleicht ein Zentimeter, den man jetzt bewegen muss mit den neuen Kupplungshebel. Auf jeden Fall im Gesamteindruck hier, wie die jetzt sozusagen, ich sag jetzt einfach mal die ganze Armatur, also sprich der ganze Lenker aussieht, sieht auf jeden Fall schon 10-mal besser aus. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr die neuen Brems- und Kupplungshebel so findet von der Optik her hier. Wie gesagt, was ich jetzt auf jeden Fall noch gern hätte, wären noch Griffe in einer anderen Farbe. Auf jeden Fall hier die Griffe noch in einer anderen Farbe. Ja, warum habe ich hier den grünen und lilanen Streifen drauf? Das habe ich nur gemacht, weil hier drunter ist echt alles mir zerkratzt. Also ich habe mir hier mit dem kleinen Schlüssel, habe ich mir alles hier zerkratzt. Und das sieht natürlich jetzt nicht so geil aus. Ja, aber ansonsten schreibt mir doch auch mal gerne in den Kommentaren, was ihr sonst noch verändern würdet. Ich bin ja eigentlich so der Joker-Fan. Und bei der Kawasaki Z900 gibt es so ein Design, das kostet glaube ich 300 oder 400 Euro. Das kann man auch fertig kaufen. Und könnte man dann selber aufkleben. Das Problem ist daher, dass die Kawasaki Z125 ja nicht so viel Verkleidung hat. Das Problem ist, sage ich mal, dass man das jetzt theoretisch nicht einfach kaufen kann, könnte das halt da drauf klatschen. Daher, dass es eh für die Z900 ist. Aber ich wollte halt irgendwann mal gucken, ob ich nicht so ein ähnliches Design halt mir machen lassen kann und das dann folieren lasse. Aber da weiß ich es halt noch nicht genau, weil meine Überlegung war jetzt auf jeden Fall vielleicht noch die Bremssättel zu lackieren, aber das selber zu machen. Wenn ihr da auch ein Video zu sehen wollt, schreibt es mir einfach gerne mal in die Kommentare. Die würde ich gerne selber dann in zum Beispiel grün, sag ich mal, lackieren und die an den Felgen wollte ich vielleicht was machen, weil wie ihr wisst, habe ich ja die Felgenrandaufkleber abgemacht. Hatte dann welche von meinem Bruder, Grüße gehen da nochmal raus. Welche von Foliatec bekommen und habe die dann da zum Beispiel neu dran gemacht, aber die haben nicht lange gehalten und ja, was soll ich sagen, ich fand, die waren auch nichts, ne? Also ich fand die jetzt nicht so gut, die haben nicht lange gehalten und verblassen, das wäre jetzt hier zum Beispiel dieses Grün, das sah gar nicht so aus, sondern war viel, viel kräftiger und das verblasst komplett in der Sonne, also auf jeden Fall, sage ich mal, nicht zu empfehlen.
So, aber eigentlich soll es ja jetzt nicht darum gehen, was ich jetzt alles noch verändern will, sondern um die Kupplungs- und Bremshebel. Wie gesagt, die fühlen sich viel, viel besser an. Man hat viel besseres Gefühl. Zumindest jetzt mal auf den ersten paar Metern. Ah, jetzt muss ich mal gerade hier gucken, ob da keiner kommt. So, falls ihr euch wundert, warum auch nicht so viele Autos unterwegs sind, ich nehme das Video jetzt hier sonntags auf. Das fühlt sich halt viel, viel smoother an. Ne? Ich versuche es immer noch jetzt mal zu üben mit zwei Fingern. Das Einzige, was sich halt komisch anfühlt, ich weiß halt nicht, wie es bei einem großen Motorrad ist, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel hier die Bremse zieht, dass man sich halt selber mit der Bremse halt gegen die Finger drückt. Und dieses Gefühl, ich weiß nicht, das fühlt sich halt irgendwie so ungewohnt an. Hier, seht mal, wie einfach ich jetzt das ganz so klein bisschen nur ziehen brauche und schon das Motorrad abgebremst wird. Also das ist kein Vergleich zu den Originalen, definitiv nicht. Wie gesagt, das Gewindespiel und so hatte ich ja alles gleich eingestellt, aber alleine hier brauche ich jetzt höchstens, sage ich mal, einen Zentimeter kommen lassen und es fährt direkt schon langsam los und es fühlt sich halt auch zehnmal besser an. Ne? Und wie gesagt, hier beim Sturz oder so, ihr könnt ihr einfach nach oben klappen. Oder was heißt, ihr könnt ihr nach oben klappen, sondern weil ihr da drauf fallen solltet, was jetzt bei mir eh nicht der Fall ist, würden die sich nach oben klappen, damit die nicht abbrechen. Ne? Oh, jetzt fahren wir einfach mal eine kleine Runde und ich hole euch einfach mit. Wie ihr seht, hier mache ich schon wieder drei Finger, ja, weil ich es halt immer noch nicht gewöhnt bin. Und auf jeden Fall tut mir den Gefallen nicht weh. Ich weiß, dass ich jetzt einfach nur eine kleine Runde fahre, aber fahrt bitte mit Schutzkleidung. Ich habe jetzt nur Schutzhandschuhe und die Schutzjacke an. Fahrt lieber mit Schutzkleidung. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wie gesagt, ich wollte jetzt nur einfach ein kleines Video für euch aufnehmen, weil ich es ja auch versprochen hatte. Und dann... Oh, schmeckt. Nochmal. Oh, sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, der Kerl. Aber wie ihr seht hier, ich brauche gar nicht viel, ey. Könntest du alles theoretisch mit einem Finger machen. Das sieht auf jeden Fall schon zehnmal besser aus, ey. Ich sag mal, der Langzeittest, das ist es dann halt, wo man das halt testen müsste. Aber wie ihr jetzt hier zum Beispiel seht, hier, ich lass mal ganz klein bisschen nur los. Da fährt es schon einfach nach vorne. Ja, seht ihr das? Lass das mal wirklich ein Zentimeter sein, ne? Und das fährt dann einfach nach vorne. Fühlt sich auf jeden Fall zehnmal angenehmer an. Und es sieht auch natürlich optisch viel, viel besser aus. Ja, schauen wir einfach mal, was hier so sonntags in der Stadt los ist. Wahrscheinlich nicht so viel. Ja, ich sag mal, ich bin wirklich da am Überlegen, doch irgendwann einen großen Motorradführerschein zu machen. Aber ja, was heißt, das Geld an sich ist eigentlich gar nicht so das Problem, denke ich mal. Aber ja, ich weiß nicht, auch nicht den Führerschein machen oder so. Aber es nervt mich einfach schon nur, dass man halt wieder Führerschein machen muss. Und ja, dann, ja, was heißt ein neues Bike, aber ihr wisst, was ich halt meine. Weil manchmal fehlt einfach dieser Punch, für aus der Kurve raus zu beschleunigen. Und ja, das ist dann halt manchmal schon ein bisschen schade. Oder wie ich jetzt zum Beispiel zu zweit mit jemandem fahre und dann den Berg hoch und auf einmal nur noch mit 70 oder 80 hochkomme, obwohl du definitiv schneller fahren könntest. Ja, das geht dann schon auf die Nerven, sage ich jetzt einfach mal.
Also das ist dann, ja, macht halt dann keinen Spaß, sage ich jetzt einfach mal so.